Hallo zusammen, hier ist euer Dr. Gregor Berg von Dr. Berg Tiernahrung und heute erzähle ich euch was über den Magen. Im letzten Video habe ich euch erzählt über den Gesamtaufbau des Magen-Darm-Trakts, also über den Magen ein bisschen was, über die Leber und die Bauchspeicheldrüse und den Dünn- und den Dickdarm. Das sind so die groben Anteile, die zur Verdauung wichtig sind im Körper und jetzt gehen wir ins Detail rein. Und als erstes gleich eine Frage. Schaut mal her, ich habe zwei Sachen mitgebracht, und zwar eine große und eine kleine Tasse. Und in der großen Tasse, da ist jetzt, die ist voll mit Wasser. Was ist denn der Unterschied zwischen einer großen und einer kleinen Tasse? Stellt euch vor, da wäre die Tagesmenge drin, die ich trinken müsste. Und ich würde die jetzt hier in die Tasse reinfüllen. Seht ihr, was passiert? Passt nicht alles rein. Und das hat auch was mit dem Magen zu tun. Das zeige ich euch jetzt auf. Also schaut mal her. Wenn angenommen Hund und Katze wären gleich groß, dann hätte ich jetzt bei der Katze einen relativ kleinen Magen und beim Hund einen relativ großen Magen. Das wäre so der Unterschied. Wie wir es bei der Tasse eben gesehen haben, in eine große Tasse, in einen großen Magen passt mehr rein. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, der Magen ist eigentlich nur ein Speicher, ja, ein Nahrungsspeicher. Da wird die Nahrung erstmal geparkt und wird dann portionsweise in den Dünndarm, wo dann eigentlich verdaut wird, abgegeben. Wenn ich wie der Hund eben einen großen Speicher habe, dann kann ich mehr Nahrung auf einmal zu mir nehmen. Und das ist auch ganz klar, wer die Jagdweise eines Hundes respektive eines Wolfs sich nochmal in Erinnerung ruft, der weiß, dass ein Hund oder ein Wolf nicht immer was zu fressen bekommt. So. Deswegen braucht er einen großen Magen und jetzt gibt es was zu fressen und jetzt haue ich mir den Magen voll, damit ich, wer weiß, wann es wieder was gibt, damit ich eben genug habe. Bei der Katze ist es so, eine Katze ist ein Einzeljäger mit einem hohen Jagderfolg. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht und ja, die fängt immer was. Eine Katze zieht los, fängt was. Die braucht also keinen großen Nahrungsspeicher, sondern die frisst einfach den ganzen Tag über kleine Portionen. Und das ist wichtig für die Fütterung. Du kannst einer Katze nicht einfach in der Früh was hinstellen und dann am Abend erst wieder was geben. Eine Katze, jeder, der eine Katze hat, kennt das. Eine Katze frisst konstant den ganzen Tag über. Das ist wichtig. Sonst hat es Hunger, wenn sie einfach nur mal ab und zu was hingestellt bekommt. So, also fangen wir mal an. Hier ist die Speiseröhre, die geht hier in den Magen rein. Ich mache es jetzt ein bisschen größer. Und hier geht es dann raus in den Dünndarm und hier kommt es rein aus der Maulhöhle. So, jetzt gibt es eine wichtige Sache, die man wissen muss, hier in dieser Magenwand. Das ist nicht einfach nur eine tote Hülle, sondern da passiert auch was. Da sind Drüsen und Zellen, die bestimmte Sachen herstellen und dann abgeben in den Magen rein. Das Wichtigste ist erstmal, das hat jeder auch schon mal gehört, die Magensäure. Die Magensäure, das ist annähernd Salzsäure, also sehr, sehr, mit einem sehr, sehr geringen pH-Wert, 1 bis 1,5 oder was, das ist aber nicht so wichtig. Also die Magensäure wird hier von Zellen abgegeben in den Magen rein. Ja? Und Magensäure ist sauer. Jeder, der es in seiner Hobbyküche schon mal probiert hat oder was, wenn du ein Stück Fleisch reinwirfst in Salzsäure, dann bleibt es nicht so, wie du es reingelegt hast, sondern es wird relativ schnell, innerhalb von ein paar Minuten sogar, fängt es an zu denaturieren. Es löst sich auf, es wird weicher. Diese Proteinstruktur vom Fleisch, die wird aufgebrochen. Und das ist auch schon der erste Schritt der Verdauung. Es ist zwar kein eigentliches Verdauungs- oder es ist kein Verdauungsenzym, aber das ist schon mal so ein erster Schritt, um die Fleischanteile, die Proteinstrukturen, die in der Nahrung sind, schon mal aufzuknacken. Also, erster Punkt, Magensäure. Ja? Dann hier komplett drin. Jetzt gibt es aber ein Problem. Oder, na, Probleme sind gut, aber erstmal vielleicht noch eine zweite Sache. Ich habe beim letzten Mal gesagt und auch eben,
Der Magen ist erstmal nur ein Speicher, das stimmt auch in der Hauptsache, aber hier gibt es so ein paar Zellen, die geben schon auch so ein Verdauungsenzym rein. Ja? Und zwar ein Verdauungsenzym, um eben Proteine schon mal zu bearbeiten, schon mal kleiner zu schneiden. Und dieses Verdauungsenzym wird als Vorstufe reingegeben und wird aktiviert durch diesen niedrigen pH-Wert, der da eben im Magen ist, in der Magensäure selber. Das, also Pepsin, Pepsinogen ist die Vorstufe, dann wird das hier Pepsin und fängt dann an, zum Beispiel, hier, jetzt nehme ich mal, das ist jetzt das Futter, was hier im Magen liegt, und das Pepsinogen fängt dann an, hier schon anzugreifen. Diese Proteinstrukturen eben. So. Das sind die zwei Sachen. Ich brauche die Salzsäure oder die Magensäure, um dieses Pepsinogen zu aktivieren zu Pepsin, damit das dann schon mal anfangen kann, Proteine zu verdauen. Jetzt kommen wir zum Problem. Und zwar, der Magen ist ja auch nichts anderes als ein Stück Fleisch. Damit diese beiden Sachen, die Magensäure und das Pepsin, würden also anfangen, auch den Magen zu verdauen. Logisch. Damit das nicht passiert, macht der Körper eine schlaue Sache. Und zwar gibt es Zellen, also es sind dann so, dann diese dritte Art von Zellen, die machen Magenschleim. Und dieser Magenschleim legt sich so an die Magenwand dran, überall. Das ist jetzt ein Schnitt, ne? Eigentlich ist es dreidimensional. Und dieser Magenschleim verhindert, dass das, was hier drin ist, die Magenwand selber angreift. Schlau. So, und dann würde, wenn das dann hier eine Weile da liegt, würde das portionsweise, hier ist auch noch so ein Muskel, der das kontrolliert, was da abgegeben wird in den Dünndarm, und wird dann portionsweise das abgeben. Das wäre der Normalfall, das ist die Funktion oder das ist das, was im Magen passiert. Jetzt kommen wir vielleicht zu den, nehmen wir hier mal eine andere Farbe, und zwar kann es passieren durch irgendeine Entzündung, durch eine Infektion zum Beispiel, dass hier diese Magenwand ein bisschen beeinträchtigt ist. Ja? Also hier die Zellen, die sind irgendwie nicht so ganz frisch, und auch die Drüsen, die diesen Magenschleim produzieren, diese Zellen werden beeinträchtigt zum Beispiel oder können beeinträchtigt sein. Und dann machen die in diesem Bereich, ja, weil wenn ich krank bin, dann bin ich auch nicht so fit wie sonst, so, dann machen die in dem Bereich nicht so viel Magenschleim. Die Magensäure aber und diese Verdauungsenzyme, die sind aber trotzdem hier drin. Was passiert dann? Die werden dann an der Stelle, wo es eben nicht so geschützt ist, werden die auf einmal angreifen und werden dort weiter zu Irritationen führen. Das führt dann wiederum dazu, dass dann die Zellen noch mehr geschädigt werden oder noch mehr angegriffen sind, dass die irgendwann überhaupt gar keinen Schleim vielleicht mehr machen. Und dann habe ich hier eine Stelle, die offen ist, und dann kommt die Magensäure und greift hier direkt die Magenwand an. Und so eine Stelle würde man Magengeschwür nennen. Das Problem hierbei ist, dass das Magengeschwür sich eigentlich selber unterhält. Das heißt, es kann sich nicht mehr selber heilen. Warum? Weil die Zellen müssten eigentlich wieder Magenschleim machen. Können sie aber nicht, weil sie ständig hier angegriffen werden. Das heißt, die Regeneration wird behindert durch die Substanzen, durch diese Sachen, die eben im Magen sind. Und was muss man da machen? Gibt es zwei Sachen, die man tun kann. Die eine ist, es gibt Medikamente, das hat jeder, der einen Hund hat, zumindest bestimmt schon mal bekommen. Katzen gibt man das auch. Oder als Kind habe ich das auch ab und zu bekommen, wenn du, ich habe Bauchweh. So, es gibt Medikamente, die quasi diesen Magenschleim imitieren und die sich dann hier dranlegen, ja? Und die Magenwand schützen. Dieser Stoff selber schützt diese Magenwand, ist das eine. Oder wenn das nicht hilft, dann gibt es noch eine Stufe drauf, gibt es Medikamente, die quasi die Produktion der Magensäure drosseln. Ja, diese Pumpen hemmen, und dann wird nicht mehr so viel Magensäure produziert, und dann kann das hier alles zur Ruhe kommen und wieder heilen. Und wenn die Zellen dann wieder heile sind,
dann kann, können die Medikamente langsam abgesetzt werden. Das wären so die wichtigen Sachen. Also eine Sache ist, was kann passieren? Es kann eben zu einer verminderten Schleimproduktion kommen. Und das kann auch durch Medikamente hervorgerufen werden, zum Beispiel durch Schmerzmittel. Das ist mit der häufigste Grund für Beeinträchtigungen im Magen, beim Hund zumindest, das, weil die oft mal Schmerzmittel bekommen. Ja, hier eine kleine Lahmheit oder mal irgendwie, ja, was weiß ich, meistens bei Arthrose oder so, da wird dann oft ein Schmerzmittel gegeben und dann durch das Schmerzmittel wird nicht nur der Schmerzauslöser oder dieser Schmerzüberträgerstoff gehemmt, sondern auch diese Produktion des Magenschleims. Das könnte dann dazu führen, dass dann hier so ein Prozess auf einmal in Gang kommt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es könnte auch zu einer erhöhten Produktion von Magensäure kommen. Ja, das ist zum Beispiel auch bei Nierenerkrankungen der Fall. Ja, da gibt es dann so hohe Gastrinspiegel, also hormonell gesteuert ist es dann. Und da wird einfach viel mehr produziert. Also ja, das wäre dann die andere Seite quasi. Also zu wenig von dem einen könnte sein oder zu viel vom anderen. Das könnte sein oder bestimmte Nahrungszusammensetzungen, wenn da sehr viel Fette drin sind, dann werden in der Regel auch mit mehr Magensäure in den Magen abgegeben. Das wären die Sachen. Wichtiger Punkt ist die erste Anlaufstelle, da kommt eben das Futter als erstes rein und da können schon ein paar Probleme entstehen. Und diese Probleme betreffen entweder eben diesen Magenschleim oder diese Magensäureproduktion im Magen. Und dann wird das Futter weiter transportiert, portionsweise in den Dünndarm, das machen wir dann beim nächsten Mal. Und das Futter ist schon durch das Pepsin hier drin eben ein Stück weit vorverdaut in puncto Protein. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis spätestens nächsten Donnerstag. Euer Dr. Gregor Berg. Servus, macht's gut.